eigentlich nicht Liebe auf den ersten Blick, aber einfach, also ich bin schon sehr fasziniert. Obwohl wir eigentlich nicht die gleiche Sprache reden, wir haben uns extrem gut verstanden. Nonverbal. Es war eigentlich relativ gleich mal ersichtlich, dass es einen Einfluss haben auf mein Leben. Take my hand, take me anywhere, as long as you dare. Take my hand. So eine Liebe, die Grenzen überwindet, kann einem an Ort bringen, wo man sich nie hätte träumen lassen. Wie Nicole und der Rashid hier auf Sansibar. Wer ist von euch die grösste Wasserratte? Ja, wahrscheinlich ich, weil ich bin ja ausgebildeter Dive Master. Ah, sicher, das sage ich jetzt nicht. Ehrlich? Ja. Nicole kommt aus der Schweiz, ihren Mann Rashid aus Marokko. Mit ihrer Tochter Lila führen sie 2 Jahre in Zanzibar ein Hotel. Trotz der Nicole ihrer Liebe zum Wasser sind so Ausflüge als Familie selten. Das Hotel nimmt beide in Beschlag. Wir müssen uns auch aufteilen. Wenn ich weg bin, muss er rum sein und umgekehrt. Und dann habe ich die Lila oder er hat die Lila an diesem Tag. Ja, es ist eine Challenge. Ja, aber habt ihr das gewusst, als ihr hierher gekommen seid, dass der Preis auch ein bisschen das Familienleben ist? Ja, das war vorher schon so. Er war Polizeiinspektor und war auf Abruf, hatte auch Nachtdienst. Also, so viel hat sich jetzt auch nicht geändert, außer dass wir fürs Gleiche arbeiten. Ja. Bei meiner Arbeit war es wirklich zu viel. Manchmal bis zu 16 Stunden pro Tag. Auch hier arbeite ich viel, von morgens früh bis abends, wenn ich abschließe. Das zwingt mich manchmal, darüber nachzudenken, was ich hier überhaupt mache. Es ist genau das Gleiche. Ich habe gekündigt, alle meine Freunde und Familie in Marokko zurückgelassen. Das ist nicht klar. Das ist nicht klar. Für dich ein großes Opfer. Für Nicole ist das hier der Traum, am Strand zu leben und ein Hotel zu führen. Für dich nicht? Nein, mein Traum war das nicht. Wir haben den Deal gehabt. Wir haben den Deal gehabt. Ich habe gesagt, ich will das machen. Und er hat mir gesagt, ich will eine Familie. Ich will das Kind. Wollt ihr euch kennengelernt? Nein, nein, nein. Das kann ich so nicht akzeptieren. Und zuerst ist Lila gekommen. Und dann ist das Hotel gekommen. Achtung, ich verstehe Schweizerdeutsch. Ja, nein, zuerst ist Lila gekommen. Und dann, ein paar Jahre später, haben wir dann endlich den Strand gehabt. Da gibt es offenbar noch ein bisschen Interpretationsspielraum. Klar ist aber, die Familie ist mit der Lila komplett. Und den Strand haben sie auch. Inklusive am tropischen Aquarium, das einladet zum Abtauchen und allfällige Misstöne vergessen. Natürlich war ich sehr nervös, als ich dich damals am Flughafen abgeholt habe. Wir dachten, oh mein Gott, wir haben nun das gleiche Hotelzimmer für 3 Tage. Was ist, wenn es nicht klappt? Was ist, wenn wir uns miserabel fühlen und am liebsten sofort wieder nach Hause gehen würden? Wir entschieden uns dafür, es locker zu nehmen und einfach die Tage zu genießen.
Wir verabredeten auch, dass wir, wenn wir uns am Flughafen sehen, mal gar nichts sagen würden bis zum Mittagessen. Und erst beim Mittagessen sprachen wir darüber, wie wir uns fühlen. Genauso machten wir es dann. And I think so we did, right? Yes, we did. Yeah. Nur gerade die Fahne und ein paar Fotos erinnern bei Florence die Heiz deren Dinge an Niklas. Sie wohnt hier zusammen mit ihrer Tochter Noja und mit sage und schreibe 7 Hunden. Etwa alle 2 Monate reist Florence für ein verlängertes Wochenende auf Schweden zu ihrem Mann. Der Abschied, auch wenn es nur für ein paar Tage ist, fällt schwer. Auch der Hund. Sie ist eben gerade eines von unseren Sensiblen, die es nicht gerne hat, wenn ich nicht rum bin. Aber mit dem Grossi ist es gut, gell? Hauptsache, sie hat ihre Spielsachen. Ja, Sorgen macht man sich, glaube ich, immer. Ja, es ist halt schon, also die ganze Hundeschar sind halt auch ein bisschen wie meine Baby. Und wenn man die immer, also immer, wenn man sie einfach ab und zu so allein lässt, vermisst man sie auch, ja. Aber zum Glück hat Florence Hilfe. Meine Mami kommt nachher und sie wohnt nicht hier, in der Zeit, als ich weg bin, und schaut zu den Hunden und geht mit ihnen raus und füttert sie, schläft auch hier. Also für die Hunde ist das eigentlich so die super perfekte Lösung. Aber das ist so das Wichtigste. Sonst so für meine Tochter, dass sie einen vollen Kühlschrank hat. meine Mutter kocht natürlich dann auch für sie und ist eben dann hier mit ihr, weil sie nicht allein bleiben kann. Und das ist für mich eine super Lösung und bin ich auch sehr dankbar dafür. Ja. Warte, ich muss Nora wegnehmen, sonst... Warte, Grossi kommt gerade. Warte. Nein. So. Jetzt wird gewartet. Aufpassen, noch das Fliegen wegen euch. Nora, komm jetzt. Hey! So, fertig jetzt. Jetzt wird gewartet. Und dann klappt es doch noch. Endlich ab zum Flughafen. Jönköping, eine Stadt im Süden von Schweden. Hier betreibt Niklas zusammen mit seinem Bruder Adam eine Glaserei. Die beiden haben erst vor kurzem mit diesem Betrieb angefangen und sie sind dran, sich eine Kundschaft aufzubauen. Leben und arbeiten in Schweden, auch wenn er mit einer Frau in der Schweiz geraten ist. Wir starteten vor einem Jahr und wir sind seither gut ausgebucht. Ja, since then we've been very busy. So it's nice. It's very nice. Ich dachte nie daran, aber wenn ich in der Schweiz leben würde, bräuchte ich eine Arbeit. Das hier ist mein Job und genau das müsste ich auch wieder machen können. Das ist das, was ich kann. So, jetzt gibt es ein Barbecue. I will make a barbecue here. The barbecue is about to heat the plastic who is between the glasses. So. Ich führte auch ein Reisebüro, wo ich Trackings in der ganzen Welt organisierte. In Peru, Nepal und Tansania.
Ich habe auch überlegt, dieses Geschäft auszubauen und ein bisschen mehr zu klettern. Aber dann habe ich Florence getroffen und die Sache hat sich geändert. Jetzt möchte ich nicht mehr irgendwo in der Welt herumreisen. Planänderung also. Ein Glasergeschäft aufbauen in Jönköping, statt Bergsteigen im Himalaya. Und das alles der Liebe wegen. Und die ist schon im Anflug. Immer, wenn Niklas Florence am Flughafen zu Göteborg abholen geht, gibt es einen Blumenstrauß. Last-Minute-Blumen. Eigentlich möchte ich eine einzelne Rose. Ich bin nicht nervös, ich freue mich einfach. Die sind schön, oder? Da kommt sie. Du siehst super aus. Hattest du eine gute Reise? You take this. You take this. Sorry for my. Entschuldige meine Aufmachung. Ich war an der Arbeit. Okay. Let's go. Ich glaube, er ist der Mann, den ich mir wahrscheinlich immer vorgestellt habe. Er ist ein richtiger Mann, oder? Er ist gross, er ist gescheit, er ist kräftig, er ist selbstbewusst. Er ist studiert. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Es ist pas la peine d'expliquer. Nein, ich glaube, klar, oder? Das Hotel am Strand von Sansibar war nicht nur die Idee von Nicole, sie hat es auch selber mit aufgebaut. Wenn du jetzt das so siehst, weißt du, wie sie jetzt ist? Mit was für Gefühl laufst du jetzt da jeden Tag durch? Ja, es ist schon. Manchmal musst du sagen, mein Gott, du hast das gemacht. Das ist irgendwie. Ja, stolz. Ja. Sie finden es alle toll, klar. Aber dass du wirklich die bist, die da mitgeholfen hat, Mauern und Graben und Streichen. Und, ja, das sind sie sich überhaupt nicht bewusst. Was würdest du dir wünschen, dass das vielleicht auch mehr anerkannt wird? Also zum Beispiel der Rashid. Sieht er, weiss er, was du. Ja, aber er ist dort, hat sich dort völlig ausgeklinkt in der Bauerei. Das war nicht sein Ding. Ja. Er ist dann mehr, hat sich zu sich geschaut, er hat sich müssen finden. Ja. Und ist dann ins Fitness und all das. Und ich war dann am Schuften. Ja. Und irgendwann habe ich es halt angenommen und gesagt, okay, das interessiert ihn nicht, das will er nicht. Und dann mache ich es jetzt halt. So. Ja. Was macht das mit einer Beziehung? Also, es hat euch sicher nicht näher zusammengebracht, wahrscheinlich. Nein, am Anfang war es recht schwierig. Ja. Ja, dann war er ja auch unzufrieden. Weißt? Also, es ist nicht meins, ich bin nicht der Strandtyp. Und er hat dann gefunden, in Marokko ist alles einfacher. Ist vielleicht auch so, weil wir sind ja wirklich in Schwarzafrika und nicht in Nordafrika, wo alles viel weiterentwickelt ist. Und dann sage ich, ja gut, jetzt musst du halt durchziehen. Jetzt schauen wir, wenn, machen wir auf, wenn es nicht das ist, können wir auch wieder gehen. Ja. Wenn ich meinen Auftrag erfüllt habe, quasi das Ding angestellt habe, gebaut habe, dann wirklich, ich kann ja loslassen. Dann kann das hast du ihm gesagt. Ja, ja. Ich habe gesagt, aber du musst sagen, wo. Ja. Weißt? Und was wir dann machen. Ja,
die Post. Zwei Lebensentwürfe unter einen Hut bringen, das ist auch im vermeintlichen Paradies nicht einfach. Der Rashid, der ehemalige Polizeiinspektor aus dem marokkanischen Essaouira, hat einen Moment gebraucht, um sich mit den neuen Umständen anzufreunden. Das ist ein neues Kapitel in meinem Leben. Jetzt bin ich zufrieden und, das ist mein Naturell, bin immer neugierig zu sehen, wie sich das alles entwickeln wird. Es ist ein Kraftakt, auswandern und das alte Leben in der Heimat zurücklassen. Der Rashid hat seiner Frau zulieb gemacht. Das war nicht dein Traum, sondern der von Nicole. Warum hast du dich trotzdem entschieden, hier ein neues Leben anzufangen? Erstens wollte ich sowieso aus dem Polizeidienst aussteigen. Zweitens bin ich jemand, der nicht allzu lange nachdenkt vor einer Entscheidung. Und drittens wusste ich, dass Nicole eine starke Frau ist, die mir auch helfen würde, die ersten Schritte zu machen. Der Nicole ist die Umstellung leichter gefallen als ihrem Mann. Auch weil sie als Geschäftsführerin vom Hotel eine klar definierte Aufgabe hat, die sie mit viel Power anpackt. Heute Abend nimmt sie mich mit an eine sogenannte Ladies Night, ein Treffen von Businessfrauen. Das ist so ein bisschen geschäftlichen Ausgang für alle. Weißt, also ein bisschen Aha, das ist du als Geschäftsfrau? Nein, ja, noch nicht alle sind Geschäftsfrauen, okay. Eigentlich, oder? Ja, ja, es sind einfach die, die hier ein Gas geben. Der Rashid hat von der Behörde lange keine offizielle Aufenthaltsbewilligung bekommen und konnte darum auch nicht richtig ins Geschäft einsteigen. Wie war das für ihn? Das war blöd für ihn, vor allem. Ja. Weil ja, er ist dann quasi nichts für sie, oder? Ja. Und auch nicht willkommen. Und das nackt ein bisschen im Selbstbewusstsein. Gerade bei einem arabischen Macho ein bisschen. Wo man Polizeiinspektor. Wo man bei ihm ja, finde ich, total nicht spürt. Gott sei Dank, sonst hätte man nicht geheiratet. Okay. Also es war auch keiner in Uniform, es war ein Undercover in den Jeans. Und darum wusste ich lange nicht gewusst, was er eigentlich macht. Weißt, er war immer in der Straße, oder? Und in einem Kaffee gehockt. Er musste den Drogendealer aufspüren, oder? Dann hast du den Kriminelle. Ja. Und dann dachte ich, das ist ein interessanter Typ, aber der macht nichts. Das ist nichts für dich. Ja. Bis wir dann herausgefunden haben, dass er gleich etwas macht. Bei euch ist es so, dass du einen Traum hast und er kommt mit, oder? Du bist die Chefin und er kommt mit. Plus dann sind wir nicht im gleichen Land, also nicht in meinem, nicht in seinem. Genau, im eigenen Land. Ja, und plus, dass wir jetzt eben nach etwa 12 Jahren sind sie jetzt, ja. Und nicht gerade so die Feuer und Flamme sind füreinander. Also, ich glaube, wir repräsentieren ein bisschen, wie die meisten nach 10 Jahren geheiratet. Ein bisschen, dass es einfach ein bisschen verflattert. Wir lieben uns, glaube ich, schon noch. Es ist einfach, es sind eine super gut funktionierende Familie, sagen wir mal. Ja. Romantisch ist das vielleicht nicht, dafür aber ehrlich. Und ich spüre, dass Nicole und der Rashid auch ohne Schmetterling im Bauch durch ein starkes Band verbunden sind. Danke. Zum Wohl. Freut mich sehr. Nicole, zum Wohl. Ich glaube, du hast selber vorgeschlagen, dass du nach Schweden kommen wirst, wenn wir zusammenziehen. Für mich war das super. Bist du sicher? Ja,
Keine Diskussion. Okay. Perfekt. Ja, mit der Jobsuche, wo ich jetzt auch das Gefühl hatte, eben, ich finde jetzt schneller etwas in Schweden, wo jetzt Leute auf meinem Gebiet eher gesucht sind. Das war eigentlich mal gleich mal das Thema gewesen. Und natürlich auch die Option, dass Land und Eigentum hier in Schweden erschwinglicher ist als in der Schweiz. Und man doch die Möglichkeit hat, auch in Schweden noch einmal zu leben, wo man allein ist. Das half uns, zusammen weiterzumachen. Hättest du gesagt, ich werde mein Land nie verlassen und ich hätte das Gleiche gesagt, hätten wir ein großes Problem gehabt. Wahrscheinlich hätten wir uns Tschüss sagen müssen. Bekanntlich ist es anders gekommen. Und so hat sich auch im Hin- und Herpendeln zwischen Dingen und Jönköping schon eine Art Routine eingestellt. Hallo. Hey, Mandli. Hey. Hi, Puppi. Ja, hi. Hi, Puppi. Ja, hi. He missed you. Ja. Und auch da muss Florence nicht auf Hundeliebe verzichten. Look at this. Das sind Geschenke von Florence' Mutter. Das auch. Das ist von Florence. Und das habe ich an einer Party in der Schweiz geklaut. Ah, du hast die Schokolade gefunden. Ja. Was ich nicht mag, habe ich dir übrig gelassen. Ich fühle mich nicht als Single, auch wenn wir uns 5 oder 6 Wochen nicht sehen. Wir sprechen jeden Tag zusammen. Wir beenden den Tag gemeinsam, auch aus Distanz. Wir wissen, was beim anderen passiert. Ich fühle mich ihr nah. Ich weiß, wie ihre Tage aussehen, und sie kennt meine. Wenn du natürlich daheim in der Schweiz bist, bist du irgendwie so in deinem Tagestrott inne und laufst und funktionierst und ja, dann ist Schweden wieder ein bisschen weit weg. Und wenn du hier oben bist, kann ich so ein bisschen die Verantwortung daheim abgeben, oder, an meine Mami. Und dann kannst du hier eben auch ein bisschen abschalten. Und du bist eigentlich zu 100% hier. Und das gibt nachher so immer so ein bisschen auch in mir in so diesen Konflikt, wenn du wieder heimfliegst oder wenn du rauffliegst. Manchmal braucht es einen Tag, manchmal braucht es mehrere Tage, bis ich eigentlich wieder so ein bisschen im Alltag funktioniere. Also es ist manchmal schon nicht so ganz einfach. It's nice that you are here. Zwei Jahre kennen sich die zwei jetzt. Im letzten Juni haben sie geheiratet. Florence ist unterdessen zu Jönköping schon ein bisschen heimisch geworden. Hier dabei haben auch Niklas seine Freunde geholfen. Ja, yeah, you too. Was im Leid? Ja, gut. Hi. Oh, you're right. You too. Thank you. Cheers. Cheers. Well, yeah. So how are the dogs? Oh, perfect. Yeah. No one new. Max. Did you see Max? The big black one? Yeah. I've heard about him. Yeah. Also es sind natürlich die Freunde von ihrer Seite her, aber wo ich eigentlich vom ersten Augenblick an mich sehr wohl gefühlt habe, sehr sympathisch, wo wir uns auch regelmäßig treffen. Also eigentlich immer, wenn ich hier bin. Und nein, fühle ich mich sehr, sehr aufgehoben, ja. Però comiamo un tè, lo sapete andare. Ah, oh, vegetarian. Yeah, very vegetarian.
for my daughter. Look at Chris. This picture is no good. The only one who's looking is you. Okay. Das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, wollte ich mich eigentlich nicht unbedingt treffen. Aber meine Freundin, die ihn eben schon kennt, hat gesagt, komm jetzt, du nicht so rumzicken, jetzt triffst dich mal und dann ist es egal. Und ich so, okay. Und ich war mega stur und hatte einfach so graue Hosen und die Schuhe, die ich jetzt anhabe. Ups. Und dann habe ich die Tür aufgemacht und so, oh, ui. Ich habe gerade die Tür wieder zugemacht und schnell. Das ist ein bisschen mega magisch. Und nachher auch die Tür aufgemacht und yes.14 Jahre ist es her, seit der Coop zum ersten Mal bei Claudia vor der Tür gestanden ist. Seitdem ist die Zürcherin mit dem NBA-Basketballprofi zusammen. Lange haben sie in Miami gelebt, weil der Coop bei den Miami Heat einen Vertrag hatte. Und hier zieht Claudia immer noch häufig, jetzt aber für ihr eigenes Geschäft. Sie ist ins Catering-Business eingestiegen. In Miami ist einfach immer schön warm und die Leute sind eigentlich noch nett. Und halt fürs Business ist es halt sehr gut, weil du hast viele Athleten, es hat viele andere Superstars, die singen oder rappen, die sich dann auch einen Privatchef leisten wollen. Das ist mega cool, all die Herbs, right? Mhm. Ich gebe den Beso. Claudia ist ursprünglich nicht wegen der Liebe in die USA gekommen. Sie war Zirkusartistin und Tänzerin und hat sich hier in den Vereinigten Staaten eine Karriere aufgebaut. Bis am Valentinstag ein grosser Mann in ihr Leben getreten ist. Es ist eigentlich noch ein guter Tag. An diesem Tag hat Coop und ich uns das erste Mal getroffen. Per Zufall, sozusagen. Wie irgendwie in Amerika ist das voll ein grosses Thema. Und alle hatten einen Valentine's und ich war alleine daheim in Los Angeles. Und dann hat Coop mir wieder mal geschrieben. Er hat mir immer geschrieben, damals über MySpace. Er hat mir immer gesagt, ja, als er mich gesehen hat, gewusst hat, die will ich heiraten, wo man uns gar nicht kennt hat. Und er hat mir die ganze Zeit immer angeschrieben auf Privat Messenger. Und ich habe eigentlich nie zurückgeschrieben. Ich habe gedacht, nein, so ein grosser, dunkler Mann, lieber nicht. Und dann ja, irgendwann habe ich nicht eingegeben. Und das war per Zufall der Valentinstag. Ein folgenschwerer Zufall. Die zwei sind jetzt seit über 10 Jahren geheiratet und haben zwei Töchter. Schau, wo ich bin. Happy Valentine's Day. Yeah. All right, talk to you later. Love you. Bye. Bye. Ich habe mich eigentlich einfach in seine Art verliebt. Er ist einfach so. Seine Augen, halt sein Wesen, wie er ist, so ruhig. Das totale Gegenteil von mir eigentlich. Oder immer alles gelassen, wenn ich eher so zackig bin und mal schnell mit der Tür ins Haus fallen, ist er da sehr relaxed. Der Coop, oder mit ganzem Namen Yacouba Diawara, ist Basketballprofi. Einer, der es geschafft hat. Aus Frankreich hat ihn seine Karriere über Italien bis in die amerikanische NBA National Basketball League geführt, die beste Liga der Welt. Jetzt, gegen das Ende seiner Aktivkarriere, könnte noch mal eine neue Herausforderung auf ihn warten. Ein Abstecher auf Afrika. Es wäre das erste Mal, dass die NBA nach Afrika gehen würde. Ich bin sehr aufgeregt, auch meine Freunde aus Senegal, wo meine Familie ursprünglich herkommt. Ich kann es kaum erwarten, den Leuten etwas zurückzugeben. Hier in New York findet so etwas wie ein Casting für die Mannschaft statt. Eine Chance, die der Coop unbedingt packen möchte. Hey,
Ich bin in Frankreich aufgewachsen. Meine Frau ist aus der Schweiz und meine Kinder sind in den USA geboren. Wir sind also total gemischt. Deshalb interessiert mich Afrika, ein weiterer Kontinent. Je mehr man sieht, verschiedene Kulturen, offen sein gegenüber anderen, das ist das Beste. Ich hätte nie gedacht, dass Basketball mir das ermöglicht. Ich kann mich wirklich glücklich schätzen. Wie schon so manchmal ist der Jakuba allein unterwegs, weg von seiner Frau Claudia und seinen beiden Töchtern. Hey Mino. Hey, how are you? Good. Hallo. Ich traf den Präsidenten der afrikanischen Basketballliga. Er sah meinen Namen und wusste nicht, dass ich wirklich hier bin. Kuba, bist du es wirklich? So schön, dass du da bist. So weit, so gut. Alles geht bestens und wir haben Spaß. Mal sehen, was passiert. Okay. Wie geht's mit dem Kochen? Ich habe gerade einen Fisch für $280 gekauft. Oh, ein teurer Fisch. Yep. All right. All right. Bye-bye. She's good. Sie kocht. Basketball hat das Leben von Jakuba völlig auf den Kopf gestellt. Als Sohn von senegalesischen Einwanderern ist er in Paris in einfachsten Verhältnissen aufgewachsen. Geldsorgen sind heute kein Thema mehr. Aber auch das Leben von einem Superstar hat Nachteile. Das Blöde ist, man ist immer weg, hat Zeitverschiebung. FaceTime und Skype sind schon gut, aber natürlich nicht das Gleiche. Aber eben, wir haben dieses Leben selber gewählt. Uns hat niemand gezwungen. Wir wussten beide, worauf wir uns einlassen. Alles hängt zusammen. Die ganze Verantwortung. Die Liebe bleibt natürlich, aber das mischt sich mit der Verantwortung, den Problemen, der Freude, mit der Arbeit, auch mit dem Erfolg des Hotels. Die Beziehung wird immer vielschichtiger. Wir sind erwachsene Menschen. Es gibt Augenblicke der Liebe und der Freude, aber es gibt neben den Höhen auch Tiefen. Das ist einfach so. Alltag auf Sansibar. Gute Million Menschen leben hier, praktisch alles sind Moslem. Viele leben vom Tourismus, dem wichtigsten Wirtschaftszweig hier. Zum Rashid, seinen Aufgaben, gehört das Posten. Assalamu alaikum. Die meisten Leute hier reden Swahili, aber mit Arabisch oder Englisch kommen wir auch durch. Honey, one box. Masala, cinnamon. Okay. And ginger. Moja. Sawa. Okay. Butter. Butter, Lupark, kama 20 pieces. What is it? 20. Sponge. Nicole ist unterwegs in die Hauptstadt, etwa eine Stunde weg von ihrem Hotel. Ich kaufe mir immer eine Kokosnuss, wenn ich in der Stadt ankomme. Das ist das Beste. Besser als Wasser. Eins ist für den Chauffeur. Asante. Asante. Ich habe nie Heimweh. Es gibt zwei, drei Punkte, die mir fehlen. Manchmal. Das ist
Logisch sind es Freunde, Family. Aare, die gute Aare in Bern. Ja. Und das Kino. Hallo. Ich brauche Schuhe für die Leute in der Küche. Und zwar ziemlich viele. And actually I need quite a lot. Yeah? Can you show me? Sie haben die normalen Crocs? Auch hier gibt es Hygienekontrollen. Und wenn es da innen schlappen würde zu kochen, hätte ich ein Problem mit dem Start, wenn sie kontrollieren können. Okay. Wie viel kostet das? What's the price? Auch wenn ich 12 Stück nehme, kosten sie 66. Geben Sie mir 10%? 63? Yes, please ask him. Huh? 63. 63. Bitte, bitte. Cool. Ja, das habe ich gelernt in Marokko. Die Schweizer können das eigentlich nicht. Oder machen es nicht gern. Ich finde es total spassig. Es ist ein Sport. 189 altogether. So, okay. Obwohl sie eng zusammenarbeiten, haben Nicole und Rashid auch ihre Freiräume. Das Leben auf Sansibar unterscheidet sich fundamental von dem, wo sie sich gewöhnt sind. Nicht nur, weil sie gemeinsam ein Hotel führen. Es ist nicht sein Zuhause, es ist nicht mein Zuhause. Und je nachdem, ist es positiv oder negativ für beide. Also es ist nicht, dass man sagen kann, ja, das ist jetzt einfach, weil wir jetzt nicht zuhause sind. Oder? Wir haben uns ein gemeinsames neues Zuhause gesucht, sozusagen. Und das ist für beide ein Challenge. Es hat niemand ein Heimspiel hier. Also es hat keinen Vorteil, aber auch keinen Nachteil. Das ist gar nicht so schlecht. Dann mal aufgehört, halt das Tanzen und Singen und Zirkus, eigentlich alles, was ich war, sozusagen, zum Spielerfrau werden oder Spieler, Girlfriends, auf irgendein Other, was auch immer die sagen. Eigentlich mein ganzes Leben, das ich kennt habe. Claudia war auf dem Weg, Zirkusartistin zu werden. Sie hat für Stars wie Destiny's Child oder der JC in Musikvideos getanzt und gesungen. Bis zu dem Moment, wo der Coup in ihr Leben getreten ist. Für die Kinder nehme ich es mit zum Basteln. Claudia ist in Sri Lanka geboren und als Baby von Schweizer Eltern adoptiert worden. Ich war immer mega fasziniert vom Zirkus, weil das ist irgendwie im Knie. Es war der einzige Ort, wo ich Leute gesehen habe, die auch etwas dünkler sind als ich und nicht weiss. Nicht, dass es mich irgendwie gestört hat, aber ich war auch fasziniert. Und habe einfach gewusst, schon als mega klein, oh, dort muss ich hin, damit ich die sehe und kann mit denen reden. Und das hat sie auch geschafft. Sogar weit über den Knie aus, bis in Cirque du Soleil. Hi! Moi, Kuschel! Oh! Der Papis? 10 weeks old yesterday. 10 weeks? Oh, hi! Ja! Ja! Was sie mit dem NBA-Spieler hier an Land gezogen hätte, sei ihr nicht bewusst gewesen. Ich habe eigentlich nicht so Basketball gekannt, so wie professionelle Spieler, Athleten, habe ich nicht gekannt, das Business. Von dem her habe ich das gar nicht. Ja, dachte, ja, okay, ich kann ja auch turnen, ich bin im Zirkus gewesen, er spielt jetzt halt Basketball. Ich habe halt überhaupt nicht gewusst, auf was mich da einlasse. Plötzlich ist der Coup nicht einfach ihr neuer Freund gewesen, sie hat auch einen richtigen Job übernommen. Weil als Spielerfrau alle denken, ja, sie ist schön, wir gehen den ganzen Tag nur shoppen und
schöne Kleider und Täschchen und Chanel und Gucci. Aber es ist eigentlich gar nicht so. 80% von einer Frau, von einem Athleten, ist sehr streng. Eben, man muss immer schauen, dass er gut isst, dass er ausschläft. Man kann nicht streiten vor einem Spiel. Man muss immer nett sein, man muss sich zurückziehen und so weiter. Es ist recht kompliziert. Das ganze Leben dreht sich eigentlich nur um ihn. Und alles muss angepasst werden um ihn. Und man tut wie so die Identität verlieren, zu einer so grossen Persönlichkeit halt. Baby, lay on back and relax. Kick your pretty feet up on my dash. No need to go nowhere fast. Let's enjoy right here where we at. If it's meant to be, it'll be. Baby, if it's meant to be. Eigentlich sollte man nach 7 bis 10 Jahren, immer nach dieser Periode, entweder die Ortschaft, den Beruf oder den Partner wechseln. Das halten die einfach fit. Es ist ja so. Gut, Partner haben wir vorher viel gewechselt, oder? Den Beruf habe ich 3-mal gewechselt, mindestens. Und jetzt machen wir es auch mit der Ortschaft. Zur Ruhe kommen ist offensichtlich nicht das Ziel von Nicole. So in 4 Jahren, 5, dann gehen wir weiter. Ja. Vor allem wegen der Schule, für die Lila. Ja. Ja. Also ihr werdet hier nicht pensioniert. Nein. Next place. Der nächste Ort, wie meinst du das? I don't know. Somewhere where, dort, wo es eine gute Schule gibt für Lila. In Bonne École, pour Lila. Das ist kein Problem für mich. Aber nochmals das Gleiche wie hier möchte ich nicht mehr. Ich möchte am liebsten nach Marokko oder wenigstens in die Nähe. Nicht mehr 13, 14 Flugstunden entfernt. Es ist nicht einfach mit meiner Familie, meiner Mutter, den Schwestern. Unsere Kultur ist einfach anders. Wir sind sehr familienverbunden. Mein Vater ist verstorben. Ich möchte mich um meine Mutter kümmern. Das gibt's in Europa nicht so. De quoi elle a besoin, c'est beaucoup de choses. Je crois que ça n'existe pas en Europe beaucoup. Verstehe ich total. Du wahrscheinlich auch, oder? Dass er eigentlich näher bei seiner Familie will sein. Kannst du dir vorstellen, weißt, noch mal auf Nordafrika zu ziehen? Also, weißt, in die Richtung wieder schon. Ja. Aber eben nie an dem gleichen Ort, wo ich schon war. Also, das kann etwas sein, das weniger weit ist. Ja. Ja. Klar, Griechenland. Ja. Warum nicht? Weißt du, so etwas? Ja. Also, Richtung Europa ist schon eine Lösung. Ja? Also, das heisst, ihr müsst in spätestens 4 Jahren wieder miteinander diskutieren und irgendeinen Kompromiss finden. Nein, ich denke, es kommt auf uns zu. Ja. Nur nicht suchen. Ja. Wir dürfen nicht suchen. Es wird sich ergeben. So war es auch mit Sansibar. So ist das Leben. Europa ist kein Problem. Ich zweifle keinen Moment, dass Nicole und Rashid noch viele spannende Projekte vor sich haben. Und auch noch viele Diskussionen. Aber ohne das geht es nicht in einer Beziehung, wo verschiedene Kulturen zusammenkommen. Kompromiss machen und können verzichten ist der Preis für das Glück des Zusammenseins. Hin und weg. Nächste Woche einer der raren Momente, wo die ganze Familie Diawara zusammen ist.
Farbe auseinanderleben, ist natürlich schon da. Manchmal passiert das auch. So you just take them. Schweden gibt der Niklas alles. Hier wird es eine Badewanne für Hunde geben. Das wird eine Hundedusche, gell? Darum liebt sie mich. Wir haben den Flug zuerst umgebucht, auf eine Woche vorher. Und haben gemerkt, hey, es reicht nicht, sonst kommen wir nicht mehr aus der Schweiz. Und in der Schweiz zwingt das Coronavirus die Martina und den Kale zu einer überstürzten Auswanderung. Take my hand. Together we will be. Forever you and me. Take my hand.